Hallo liebe Kinder, dobrodošli na video lekciju iz njemačkog jezika za prvi razred osnovne škole. Unser Thema heute ist das Essen und Trinken wir. Danas ćeš govoriti o tome što jedeš i piješ. Ich bin eure Lehrerin heute und mein Name ist Gordana Barišić-Lazar. Danas sam ja vaša učiteljica. Pripremite bilježnicu, olovku i bojice, jer ćete nešto zapisati i nacrtati. Slušalice internet, jer ćete nešto gledati i slušati. Ovu lekciju možete uvijek zaustaviti. Ako želite nešto pročitati u miru, riješiti zadatak ili pogledati video. Nakon toga video lekciju možete ponovno pokrenuti. Danas ćemo imenovati jela i pića i pjevati pjesnicu. Pa krenimo. Was ist das? Das auf dem ersten Bild. Što je na prvoj sličici? Eine Suppe. Und auf dem zweiten Bild, na drugoj sličici? Ein Glas Wasser. Za koju sličicu biste rekli das esse ich, a za koju das trinke ich? Richtig. Ich esse eine Suppe, aber ich trinke ein Glas Wasser. Dakle, das esse ich znači to jedem. Das trinke ich, to pijem. Was ist das auf dem ersten Foto? Ein Butterbrot, richtig. Und auf dem zweiten Foto? Ein Orangensaft. Sada zaustavite lekciju. I spojite rečenicu das esse ich sa odgovarajućom sličicom i das trinke ich sa odgovarajućom sličicom. Ovo je rješenje. Das esse ich und das trinke ich. Ich esse ein Butterbrot, ich trinke Orangensaft. Was ist das hier? Auf dem ersten Foto, na prvoj sličici. Ja. Spaghetti. Und auf dem zweiten Foto? Milch. Pausiert die Lektion und verbindet. Zaustavite lekciju sada i povežite. Ja, ich esse Spaghetti und ich trinke Milch. Was ist das? Richtig, Brot und Eier. Kruh i jaja. Und auf dem zweiten Foto, na drugoj sličici, Tee, sprecht mir nach. Tee, verbindet, spojte. Ja, ich esse Brot und Eier und ich trinke Tee. Was trinkst du? Što piješ? Ovako odgovaraš. Ich trinke. Ponovite za mnom. Ich trinke. A sada se prisjetimo svih pića koje smo učili. Ponavljajte za mnom. Ein glas Wasser. Einen Orangensaft. Milch. Einen Tee. Ich trinke ein Glas Wasser. Ich trinke einen Orangensaft. Ich trinke Milch. Ich trinke einen Tee. Was magst du? Što voliš od ovih pića? Odgovori ovako. Ich mag. Pausiere die Lektion. Zum Beispiel, ich mag Wasser, ich mag Orangensaft, ich mag Milch und ich mag Tee. Was isst du? Što jedeš? Odgovori ovako. Ich esse. Prisjetimo se sada hrane koje smo učili. Sprecht mir nach. Govorite za mnom. Eier und Brot.
Eine Suppe. Ein Butterbrot. Spaghetti. Sprecht mir nach. Ich esse Eier und Brot. Ich esse eine Suppe. Ich esse ein Butterbrot. Ich esse Spaghetti. Was magst du? Što voliš? Antworte so. Ich mag. Zum Beispiel, ich mag Eier und Brot. Ich mag Suppe. Ich mag Butterbrot. Ich mag Spaghetti. Was ist das auf dem ersten Bild, na prvoj sličici? Eine Pizza. Sprecht mir nach, izgovorite za mnom. Eine Pizza. Und das? Ein Glas Limo. Izgovorite za mnom. Ein Glas Limo. Verbindet, spojite. Ja, ich esse eine Pizza. Ich trinke ein Glas Limo. Was ist das auf dem ersten Bild? Käse. Sprecht mir nach. Izgovorite za mnom. Käse. Und auf dem zweiten Bild? Ein Glas Mineralwasser. Sprecht mir nach. Izgovorite za mnom. Ein Glas Mineralwasser. To je mineralna voda. Verbindet, spojite sada. Ich esse Käse und ich trinke Mineralwasser. Was ist das? Na prvoj sličici. Ein Hamburger. Ponovite za mnom. Ein Hamburger. A na drugoj sličici? Kakao. Sprecht mir nach. Kakao. Was esse ich und was trinke ich? Verbindet. Spojite. Ja, ich esse einen Hamburger und ich trinke Kakao. Was ist das auf dem Bild? Ein Eintopf. Varivo. Sprecht mir nach. Ein Eintopf. Das esse ich oder das trinke ich? Richtig. Ich esse einen Eintopf. Was trinkst du? Što piješ? Kako se ono kaže? Ich trinke? Zaustavite lekciju, odgovorite usmeno. Ich trinke ein Glas Limo, ein Glas Mineralwasser, einen Kakao. Was magst du? Što voliš od ovoga? Antworte so, odgovori ovako. Ich mag, zum Beispiel, ich mag Limo, ich mag Mineralwasser, ich mag Kakao. Was isst du? Što jedeš? Odgovori ovako. Ich esse. I pokušaj se prisjetiti izraza za ovu hranu. Zaustavi lekciju. Also, ich esse einen Hamburger, einen Eintopf, Käse, eine Pizza. Sprecht mir nach. Ich esse einen Hamburger. Ich esse einen Eintopf. Ich esse Käse. Ich esse eine Pizza. Was magst du? Antworte so. Ich mag. Volim. Zaustavite lekciju, odgovorite što od ovih jela volite. Zum Beispiel, ich mag Hamburger, ich mag Eintopf, ich mag Käse, ich mag Pizza. Sada pogledajmo ovu tablicu i naslove. Das esse ich, to znači, to jedem.
Das trinke ich, to pijem. Da vidimo što smo naučili od jela. Einen Hamburger, to znači hamburger. Käse, sir. Eine pizza, pizza. Einen Eintopf, varivo. Špageti, tako je, tjesteninu sa umakom. Ein Butterbrot, kruh sa maslacem. Eine Suppe, juhu. Eier mit Brot, jaja sa kruhom. Und was trinke ich? Ein Glas Wasser, čašu vode. Ein Glas Mineralwasser, čašu mineralne vode. Milch, mlijeko, tee, čaj, kakao, kakao, einen Orangensaft, sok od naranđe, und limo. Sada pripišete ovu tablicu, ali samo naslove, das esse ich und das trinke ich, a jela i pića nacrtajte. Jeste li ovako nacrtali, djeco? Opišite sada slike na njemačkom jeziku usmeno. Da vidimo. Ich esse einen Hamburger. Ich esse Käse. Ich esse eine Pizza. Einen Eintopf. Spaghetti. Butterbrot. Ich esse eine Suppe. Ich esse Eier mit Brot. Was trinke ich? Ich trinke ein Glas Wasser. Ich trinke ein Glas Mineralwasser. Ich trinke Milch. Ich trinke Tee. Ich trinke Kakao. Ich trinke Orangensaft. Und ich trinke Limo. Sada zaustavite lekciju i riješite ova tri digitalna zadatka da biste što bolje uvježbali od nove rečenice koje smo učili. Prva poveznica je bit točkica li kosa crta das esse ich 1. Ovdje ćete riječi koje čujete spojiti sa odgovarajućom slikom. Tema je das esse ich. Druga poveznica je bit točkica li kosa crta das trinke ich. U ovom ćete zadatku isto spojiti sliku i riječ koju čujete, a tema je das trinke ich. Treća poveznica je bit točkica li kosa crta, was ist das 1. Ovdje ćete vježbati pisanje riječi. Viel Spaß! Das esse und trinke ich. Ovo ja jedem i pijem. Pročitajte sada ovu sliku priču o Aleksu i zaustavite lekciju. Da vidimo, jeste li ovako pročitali? Hallo, ich heiße Alex. Das esse ich gerne. Eier und Brot, Eintopf und Butterbrot. Das trinke ich gerne. Orangensaft, Kakao und Tee. Što mislite? Jede li Alex zdravo? Zašto? Odgovorite usmeno. Sada ponovno pogledajte ovu tablicu i naslove. Das esse ich gerne, to rado jedem. Und das trinke ich gerne. To rado pijem. Prepišite te dvije rečenice. Ispod svake rečenice nacrtajte što rado jedete i što rado pijete. Sada jedna pjesmica za kraj. Poveznicu bi točkica li kosa crta Guten Appetit unesite u adresnu traku tražilice. Poslušajte pjesmicu i odgovorite. Koje rečenice ili riječi prepoznajete u pjesmici. Zeleno označene riječi mogli ste prepoznati. Wir essen, mi jedemo. Wir trinken Wasser, mi pijemo vodu. Da vidimo sada cijeli tekst pjesmice. Ovo ste sigurno već prepoznali. Što znači guten Appetit? Tako je, dobar tek. Govorite za mnom. Wir singen guten Appetit. Wir essen mit Messer und mit Gabel.
Stell den Teller auf den Tisch. Wir essen mit Löffel und mit Gabel. Wir trinken Wasser aus dem Glas. Guten Appetit! A to znači, pjevamo dobar tek. Jedemo sa nožem i vilicom. Stavi tanjur na stol. Jedemo sa žlicom i vilicom. Pijemo vodu iz čaše. Dobar tek! Sada ponovno poslušajte pjesmicu i otpjevajte ju. Das kann ich schon! Sada sami odlučite koliko ste naučili u ovoj video lekciji. Das esse ich, to jedem, nabrojite barem 4 jela kojih se sjećate. Das trinke ich, ovo pijem, barem 4 pića. Das Lied, guten Appetit. Možete li otpjevati jedan dio pjesmice? Odlično, dobro ili tako tako. Procijenite sami. Das war alles für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.